So, lasst uns doch heute mal über Megapixel sprechen. Über das Thema, wie viele Megapixel braucht man überhaupt? Ist dieser ganze Kampf von den, 50 Megapixel, 60 Megapixel, noch mehr Megapixel, ist der überhaupt gerechtfertigt? Brauchen wir überhaupt so viel oder ist das einfach nur ein cooler Marketing-Gag? In den meisten Fällen ist ja so, dass man als Standardverbraucher ja an irgendwelchen Daten festmachen muss, was die Kamera kann. Meistens sind das Megapixel. Im ersten Moment denkt man, die Kamera mit 30 Megapixel muss besser sein als die mit 10. Das mag im ersten Moment vielleicht auch stimmen, doch es gehört zur Fotografie deutlich mehr dazu als einfach nur mehr Megapixel. Also ihr habt dadurch vielleicht ein bisschen mehr Auflösung, aber die Frage ist, habt ihr auch mehr Details? Bringt es euch was, mit mehr Megapixel zu fotografieren? Meine Antwort ist, es kommt ein bisschen drauf an. Wie eigentlich immer, aber ich denke mal eher weniger. Denn ich gehe schon teilweise her und stelle bei meiner Kamera für Hochzeiten ein, dass sie mit dem kleineren RAW-Format fotografieren soll. Also ich muss gerade mal selber schauen, auf welcher Auflösung das Ganze dann wäre. Genau, 10 Megapixel RAW sind das Ganze, beziehungsweise bei der anderen sind es glaube ich 12. Und das reicht vollkommen aus. Ihr müsst überlegen, auf welchem Format schaut sich mein Kunde oder derjenige, der meine Bilder sehen wird, denn dafür machen wir ja die Fotos, dass sie andere Leute sehen können. Wie schaut er sich die an? Scrollen die das alle nur auf Instagram durch? Dann brauchen wir eigentlich keine 60 Megapixel für so ein Foto. Nee, das ist dann vollkommen übertrieben, weil auf der Auflösung wird es auf Instagram gar nicht dargestellt. Ein anderes Thema ist der Druck. So, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass das vielleicht so ein klein bisschen shaky ist, aber ich möchte euch was zeigen. Ich habe hier Bilder auf Leinwand ausgedruckt. Das sind in dem Moment beides 20 Megapixel Fotos gewesen. Die Frage ist jetzt allerdings, wie schaut sich jemand diese Fotos an? Hier sprechen wir vom Betrachtungsabstand. Betrachtungsabstand ist die Thematik, dass ich mir eine Leinwand niemals so anschauen würde. Klar sehe ich hier jetzt in dem Moment sehr viele Details. Das Bild ist auch sehr detailreich. Ich kann sehr viel erkennen. Oder wir nehmen mal hier ein anderes Beispiel. So, ich hoffe, man erkennt das. Ups. Das Bild ist sehr detailreich. Doch ich werde es mir niemals auf diese Entfernung anschauen. Wenn man hier mal so nah, wer schaut sich denn so nah ein Foto an? Das ist doch vollkommen bescheuert. Und deswegen sollte man hier dem Ganzen nicht zu viel entgegenbringen. Was ich damit meine, ist die eigentliche DPI-Zahl. Und jetzt hat man zwar in vielerlei Einstellungen, in so vielen Fällen hat man mit DPI, mit dieser Zahl konfrontiert und sie macht in 90% der Zeit, in der ich sie sehe, überhaupt keinen Sinn. Wo sie allerdings Sinn macht, ist in dem Moment, wo wir was ausdrucken möchten. DPI heißt Dots per Inch oder Pixel pro Zoll. Dots sind eigentlich keine Pixel, sonst wäre es PPI. Ja, also Dots sind Punkte, Punkte pro Zoll. Ist ein bisschen was anderes, aber im Endeffekt ist quasi das Gleiche. Und wir sagen in dem Moment einfach, wie viele Pixel wir pro Zoll auf einem Foto verwenden. 300 dpi ist jetzt dann interessant, wenn wir relativ kleine Sachen drucken möchten, die aber trotzdem sehr hochauflösend sein sollen. Beispielsweise Visitenkarten sehen immer super aus, wenn sie sehr hochauflösend gedruckt sind, doch man schaut die sich vielleicht auch ein bisschen genauer an. Man hat was in der Hand, man kann da wirklich nah rangehen, man kann wirklich Text lesen, kann wirklich genau schauen, aber bei einer Leinwand guckt man sich das doch in den seltensten Fällen an. Ein perfektes Beispiel habe ich für euch. Habt ihr euch schon mal ein Werbeplakat näher angeschaut? Wenn man jemand drüber nachdenkt, bei einem ganz normalen Betrachtungsabstand braucht man für kleinere Dinge relativ hohe Auflösung, also beispielsweise für so einen Flyer, für irgendwas relativ Kleines. Ich habe Visitenkarte. Hier, bei sowas. Die Visitenkarte ist mit 150 dpi gedruckt, was theoretisch ein klein bisschen wenig sein sollte für so eine Visitenkarte, aber man sieht trotzdem alles. Also man sieht es super toll, hat schöne Details. Bisher hat sich noch niemand darüber beschwert, dass die Visitenkarte nicht hochauflösend genug war. Doch ich möchte euch mal was einblenden. Und hier seht ihr mal so eine kleine Tabelle, die euch Beispielwerte liefert, was passend zum Betrachtungsabstand richtig wäre. Und ihr merkt schon, je größer es wird, umso weniger dpi brauchen wir eigentlich. Das heißt, umso weniger Auflösung im Verhältnis zur Größe ist notwendig. Wenn ich jetzt überlege, ich möchte ein DIN A0 Plakat oder Poster oder sowas in die Richtung drucken und möchte das mit der vorgeschlagenen DPI-Zahl erstellen. Wir gucken einfach mal gerade, ich habe hier so ein,
so einen Rechner offen und er schlägt mir jetzt hier vor, DIN A1, DIN A0, wir sagen einfach mal, DIN A0 sagt 50 dpi. Okay, was haben wir denn mit 50 dpi? Ein DIN A1 Plakat mit 50 dpi hat 2 Megapixel. Vielleicht ein klein bisschen wenig, doch wenn man mal drüber nachdenkt, wenn wir jetzt eine Kamera haben mit 12, 16, 20, was ja momentan so ein bisschen der Standard ist, wir tendieren ja eher zu den 30 und 40, dann haben wir mit 36 Megapixeln auf dem DIN A1 Plakat was 234 dpi. Das sind keine 300, ja, aber ihr merkt schon mal, wie sinnlos es ist, wie viel Differenz wir hier haben und dass es eigentlich gar nicht notwendig ist, so ein Plakat so riesig zu drucken. Denn in der vollen Ansicht, in der man sich's eigentlich anschaut, ist man so weit weg, dass man die ganz kleinen Pixel gar nicht erkennen kann. Doch es gibt noch mehr, es gibt noch viel, viel mehr, was das Thema Auflösung betrifft. Denn klar wirken hochauflösende Bilder deutlich schärfer. Das ist das gleiche Thema, wie wenn ich 4K-Material, das ihr aktuell seht, in Full HD runterkomprimiere, dann sieht es immer noch besser aus, als wenn ich es in Full HD gefilmt hätte. Was aber daran liegt, dass wir die deutlich mehr Pixelmasse haben und beim Runterkonvertieren von der Auflösung eben mehr Informationen zur Verfügung haben, um ein schärferes Bild zu erstellen. Das heißt, es ist nicht mal schlecht, dass wir viel Megapixel haben. Wir haben die Möglichkeit, an den Seiten ein bisschen zu kroppen. Das heißt, wir haben immer noch so ein bisschen Abstand. Ohne viel Auflösung zu verlieren, können wir die Bilder immer noch zuschneiden. Und wir haben immer noch Luft nach oben, falls wir wirklich irgendwann mal sagen, hey, das Bild ist cool, das hätte ich gerne mal auf DIN A0 gedruckt oder ich würde es mir gerne mal eine Hauswand damit plattakieren oder sowas in die Richtung. Bietet eben viele Möglichkeiten, viel Auflösung. Wenn ich jetzt gerade mal gucke, meine 10 Megapixel, die ich hier in den Hochzeitsbildern teilweise einstelle, wenn es einfach nur darum geht, dass die Karten nicht ständig überlaufen, die sind hier in der Tabelle bei DIN A1 haben sie immer noch 123 dpi. Ich habe noch nie jemanden gehabt, noch nie ein Brautpaar gehabt, das über DIN A1 bestellt hat von der Größe her. DIN A1 ist 84 x 60. Das Bild, das da hinten hängt, ist 60 x 40. Also nur, dass man mal so eine Relation bekommt, das, was ich euch gerade gezeigt habe. Das heißt, das ist etwa doppelt so groß und man muss ja auch Platz haben, um sich das irgendwo an die Wand zu hängen. Deswegen selber mal drüber nachdenken, was ist denn der Moment, wo ich so viel Megapixel habe? Bringe ich die Schärfe überhaupt? Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Denn ich kann eine Kamera mit 200 Megapixel haben, rein theoretisch. Ich brauche auch eine Linse, die das alles verarbeiten kann. Und in dem Moment muss man natürlich noch mehr Geld sowohl in die Kamera stecken, als auch mehr Geld ins Objektiv stecken, um eben was Passendes zu erstellen, um ein Bild zu erstellen, das auch scharf aussieht, obwohl es so viele Megapixel hat. Außerdem haben wir einen deutlich größeren Aufwand im Nachhinein. Denn wenn wir so ein 100-Megapixel-Bild, ich nehme es einfach mal als Beispiel, perfekt hinbekommen wollen und wirklich perfekt retuschieren möchten, und es eben eine Retusche ist, weil es eine größere Produktion ist oder was auch immer, dann ist die Bearbeitung viel aufwendiger. Wir müssen viel, viel mehr Sachen wegretuschieren, die man sonst nie mit dem Foto gesehen hätte. Ähnliches Thema wie hier in den Videos. War ich schon jemals so scharf? Ja, ich glaube in den vorherigen Videos, aber ich sehe deutlich schärfer aus als in Full HD. Weiß nicht, ob das so gut für mich ist. Doch ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es ist im Endeffekt hinten raus viel mehr Aufwand. Wir brauchen viel mehr Speicher für die Bilder, was jetzt bei Fotos vielleicht nicht ganz so relevant ist. Doch es ist eben immer mehr Aufwand hinten dran. Zu guter Letzt komme ich jetzt noch zu einem Punkt, der so als Werbegag in vielerlei Hinsicht bei den Smartphone-Herstellern ist. Es gibt Smartphone-Kameras mit 36 Megapixel. Hier, in so einem kleinen Ding, 36 Megapixel. Also das ist jetzt nicht das 36 Megapixel-Handy, keine Sorge, das ist ein iPhone. Ich glaube, das hat 9 oder 7 oder 10, ich habe keine Ahnung, ist doch egal. Und in diesem Moment haben wir ein Riesenproblem. Denn wir haben ja Pixel auf unserem Bildsensor verteilt, der hier in diesem kleinen Teil drin ist. Und wenn wir jetzt immer mehr Pixel drauf packen, kommt pro Pixel immer weniger Licht durch. Das Licht verteilt sich ja auf diese ganzen kleinen Punkte und dadurch sorgt es meistens dafür, dass wir entweder einen Qualitätsabstrich haben in irgendeiner Art und Weise oder sobald das Licht mal ein ganz klein bisschen nicht perfekt ist, wir sofort mit ISO-Rauschen rechnen müssen. Denkt an sowas. Es kann auch negativ sein, so viele Megapixel zu haben. Ihr seid ewig mit dem Import beschäftigt, alles Mögliche. Es muss ständig alles schneller werden. Deswegen, ich bin vollkommen zufrieden hier. Ich habe hier 20 und fotografiere eigentlich meistens mit 10. Vielleicht hat sie auch 21.
Ich weiß nicht genau, wie viele Megapixel meine Kamera hat, weil es einfach nicht relevant ist. Macht euch da nicht so viel Gedanken drüber. Dieser Megapixel-Wahn ist vollkommen übertrieben. Ich möchte dieses Video eigentlich machen, um die Leute mal so ein bisschen darauf hinzuweisen und ein bisschen auf mehr zu achten, als einfach nur, hey, viele Megapixel. Das ist wie bei einem Computer zu sagen, hey, viel Gigahertz oder viel Speicher oder sowas in die Richtung. Ich wette mit dir, ich kann den Computer hinstellen mit 5 Gigahertz und ich weiß nicht, 64 Gigabyte Arbeitsspeicher und der ist trotzdem langsamer als mein Handy. Deswegen, es sind einfach nur so Dinge, die man den Unwissenden hinstellt, um sie eben als Messwerte im Vergleich zu Konkurrenzprodukten hinzubekommen. Deswegen, es kann Vorteile haben, viel Megapixel zu haben, es kann aber auch extreme Nachteile haben. Im Endeffekt muss es jeder selber wissen. Ich möchte euch nur davor warnen, dass mehr Megapixel nicht immer was Gutes bedeutet. Das iPhone hat 12 Megapixel. Darauf wollte ich noch hin, wollte ich jetzt gerade noch suchen. Gut, denn es kommt in der Fotografie auf so viel mehr an, als einfach nur viel Pixel oder tolles Objektiv oder tolle Kamera. Ihr könnt euch um 200 Sachen kümmern, bevor ihr euch um bessere Megapixel kümmert oder mehr Megapixel kümmert. Das macht kein besseres Bild, es macht keinen besseren Fotografen, es macht einfach nur mehr Auflösung und in den meisten Fällen sogar mehr Probleme. Jetzt würde mich interessieren, mit wie viel Megapixel fotografiert ihr? Seid ihr selber der Meinung, ihr komprimiert das eigentlich immer nur runter? Verspürt ihr euch einen Vorteil versprechen, wenn man diese Zahl jetzt verdoppeln könnte? Und genau, was haltet ihr von diesem Thema? Ich habe schon mit vielen Fotografen über das Thema gesprochen und es kamen immer so Aussagen so, die ersten Spiegelreflexkameras sind draußen, also die digitalen Spiegelreflexkameras sind draußen und hey, wir haben jetzt 10 Megapixel. Was? Es gibt eine mit 12 draußen, so viel brauchen wir doch nie und jetzt haben wir welche mit 20 und die Leute diskutieren drüber, mit 30 brauchen wir auch nie oder mit 50, das ist alles viel zu viel. Ich denke mal, der Markt wird eher tendieren in höhere Auflösungen, doch ich bin der Meinung, man könnte an so vielen anderen Dingen in den Kameras arbeiten als mehr Auflösung, auch wenn es manchmal halt doch schön ist und man das Gefühl hat, es gibt keinen Fortschritt, wenn es keine höhere Auflösung gibt. Ihr könnt gerne mal eure Kommentare in die Kommentare schreiben. Genau, eure Meinung, mit wie viel Megapixel ihr vielleicht fotografiert. Schreibt es einfach mal rein. Reicht euch das? Ist euch das zu wenig? Hättet ihr gerne mehr? Mich würde es interessieren. Ich fotografiere mit 20 bzw. mit 22, glaube ich. Und meistens sogar mit 10, meistens sogar noch geringer. Aber ich freue mich auf eure Kommentare. Und wenn ihr mehr über das Thema Fotografie bzw. Fotografie allgemein wissen möchtet, wie man die Kamera einstellt, wie man coole Porträts, coole Landschaften, coole Fotos macht, dann habe ich für euch einen Videokurs Fotografie 1x1 nochmal mit Gutscheincode hier unten drunter verlinkt. Einfach mal vorbeischauen oder schaut mal vorbei auf fotografieren-lernen.de. Da haben wir jede Menge Tutorials für euch. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder.